Eigentlich wollten sie nur eine gemütliche Reise machen. In unseren Flitterwochen haben Oliver und ich eine Reise nach Alabastia gebucht. Doch die Situation eskalierte. Ich will sterben. Ich will sterben. Bitte sterb nicht. Ich will sterben. Ich liebe dich. Wie soll ich hier überleben? Nur nach wochenlanger Arbeit gelang es den beiden, sich endlich eine Lebensgrundlage zu sichern. Gottes Willen, ist das für eine Scheiße. Guck mal, wir haben jetzt die Mine, aka das Loch. Das Loch. Ich will in das Loch. Ist da Wasser, wenn ich zur Seite gehe? Ja. Behauptest du das nur, dass da... Da ist kein Wasser. Du bist gemacht. Ja. Da ist Wasser, aber ich bin daneben gesprungen. Ich würde sagen, wir gehen mal raus und... Was ist hier passiert, Leute? Bei mir nicht. Man sieht noch gar nicht so viel. Nach der ersten Folge, die wir hochgeladen haben, sind diese Spasten schon in einem Stream in Nether gegangen und haben den Enderdrachen besiegt. Der Enderdrache ist im End und nicht im Nether. Ja, im End halt dann. Ins Nether sind sie auch schon gegangen. Die haben einfach gemeint, die haben uns nicht mal was Bescheid gesagt. Weißt du, an dieser Stelle nochmal, Shoutouts gehen raus an Luna. Danke, dass du mich wenigstens darüber in Kenntnis gesetzt hast, dass wir hier gleich den Enderdrachen besiegen, weil der Luca, der wäre nicht mal auf die Idee gekommen. Der hat mich dann irgendwann nochmal auf Telegram angeschrieben, ey, yo, wir sind gerade dabei, den Enderdrachen zu besiegen. Wenn du es Zeit hast, dann komm mal, wenn nicht, dann nee. Scheiß Spast, Alter, ich hab keinen Bock mehr auf den. Okay, du hängst in der Mauer fest. Also, ich führe dich mal ein bisschen rum. Ich weiß nämlich, hier ist eine Villager-Metropole. Das ist hier irgendwas mit Okay. Wir gehen jetzt mal rein. So, was haben wir hier? Töten die alle? Rathaus, Rüst, Villager, Rathaus. Bald bei. Okay, so, ich mag es immer, wenn meine Videos so ein bisschen eine rechte Note haben. Das ist Bibi. Alter! Bibi! Alter! Aber Bibi gibt fürs Drinks hier... Wir haben Bibi gefunden. Junge. Ich tue jetzt das einzig Richtige. Okay, nein, ich töte die nicht. So. Ich tue das einzig Richtige. Wir müssen sie erstmal den scheiß Villager töten. Das kann ich niemals ins Video reinschneiden. Das kann ich niemals tun, weil sonst... Bondage bei Bibis Beauty Pillars. Und genau, das ist die nächste Sache. Wir haben hier überall solche Skelettpferde. Da seht ihr es da hinten wieder, wie mit seinem Skelettpferd rumsteht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hier spawnen so viele Skelettpferde oder so. Und deswegen haben die hier alle Skelettpferde. Frag mich nicht. Ich habe jetzt eins geklaut. Ich gebe es gleich zurück, versprochen. Was sind das für Teile hier? Hä, hey, das ist ein Wither oder so. Die sind bei mir im Texture Pack voll merkwürdig aus. Chorus Flower. Alter, die kenne ich gar nicht. Das ist irgendwas Neues von der S9, oder? Diese ja. Chorus. Ey, hier sind auch noch ein paar. Hier sind auch noch ein paar Pferde. Amadeus und Sabrina. Kommt es nicht von diesem einen Song von Bibi und Tina? Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind. Oh nein! 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 Du hast jetzt nicht ihr Pferd getötet. Ich habe ihr Pferd getötet. Ich kümmere mich so drum. Ja, ich muss mein Pferd zurückbringen. Und du, hier ist ein Berg, cool. Ich habe Amadeus getötet, scheiße. Das Pferd lebt noch, du bist gestorben. Ja, das ist mir scheißegal, dann töte ich das Pferd jetzt halt. Das ist schon vor meinem geistigen Auge gestorben, ich will jetzt, dass es verrückt. Kannst ja dann rausschneiden, dass du das Pferd getötet hast. Es ist ja beim Sprung runtergefallen, gestorben. Wo ist mein verficktes Equipment hin? Wieso hast du so eine Korsusblüte? Eine Korsusblüte, ja, die habe ich gehackt. Es ist wirklich ein tragischer Unfall. Hey, du schlägst Milch! Es ist ein tragischer Unfall. Hey, ich habe einen Sattel. Oh, woher hast du diesen Sattel denn wohl? Ein tragischer Unfall, wie dieses Pferd bei dem Sturz, der aus Versehen herbeigeführt wurde, verreckt ist. Das ist, puh. Nur weil das Pferd so doof ist und in den Abgrund runterspringt? Obwohl, nee, ich glaube, es war Bluren, oder? War Bluren? Ja, es kann auch Aarons Schuld gewesen sein. Ja, ich denke schon, ja. Also. Ja. Also, ja, nein, es war seine Schuld. Es war Aarons Schuld auf jeden Fall. Hä, was ist das für eine Qualmaschine? Sobald die erwachsen sind, werden die getötet. Was? Ja, nee, ich verstehe das schon. Weil wenn nein! Was hast du getan? Und was ist das für ein neuer Hebel? Oder liegt das in meinem Texture Pack? Ich wusste nicht, dass der mal da... Alter, ich habe mich so unbeliebt. Ich kann dieses Video doch niemals hochladen, Alter. Das ist echt belastendes Beweismaterial, was ich hier... Oh mein Gott. Das ist ein Portal. Ich höre es. Es macht wup, wup, wup. Warte, hier. Hier ist ein Portal. Das ist das hier. Da geht's ins Nether. Eure! Was? Die haben Kumpels von dir getötet. Guck dir das mal an, was ich in der Kiste gefunden habe. Alter. Ganz viel. Ganz, ganz viel. Alter, fuck. Deine Rache am Pferd war zurecht. Alter. Nein, das reicht niemals. Stell dir vor, wie viele Leben, wie viele Individuen das waren. Es gibt nur einen, der sich dafür rechtfertigen muss.
Und das ist ja. Aaron Bluren. Los! Ja, eindeutig ist es Bluren, Alter. Alter. Warum macht der das hier? Hey, ich Bluren, seh nix. Ey, Bluren, was fällt dir eigentlich ein, Alter? Das kannst du doch nicht machen, ganz ehrlich. Alter, das ist tyrannisch. Ja, wir sind jetzt direkt wieder bei unserem Haus, Olvi. Ja. Wollen wir zusammen eine gemeinsame Nacht verbringen, wenn du verstehst, was ich meine? Ja! Warte, ich mach uns hier noch ein bisschen schönen Boden. So, ein bisschen. Was ist los mit dir, Mann? Der sieht voll scheiße aus. Nein, das ist schön. Mann, Junge. Ich bin als erstes im Bett. Mit einem Hühnchen. Oh, yeah. Olvi, mein Kleiner. Oh, haha. Lass uns Hühnchen zusammen. Hühnchen sind geil. Den Hühnchen KFC geil. Chicken Nuggets Eimer vernaschen. Lecker. Okay, ja, geil. Ich glaube, bei KFC gibt es gar keinen Chicken Nuggets. Jetzt schauen wir noch das Haus vom guten Luca, aka Karrio HD an. Alles klar. Der will übrigens auch, dass man die so ausspricht. Karrio HD. Ich habe keine Ahnung, wie du da hochkommst. Einfach den Berg hoch. Olvi, nee. Warte, ich habe keine Ahnung, wie du da hochkommst, aber ich habe einen Geheimgang dorthin gebaut. Kein Mensch sieht unseren Geheimgang, ne? Der ist okay. So ultra geheim. Okay. Ja, nein, ich komme mir mal deinen Geheimgang angucken. Vielleicht ist er ja geheimer geworden, wie ich ihn kenne. Hier oben sind ein Haufen Sachen, die ich geklaut habe. Ganz viele Karotten und Möhren. Na gut, wir haben ja heute noch nicht viel geklaut und viel beschädigt. Das nee, ist ja noch nicht. Nur... Das Pferd war auch nicht unsere Schuld, sondern die Schuld von Bluren. Oh, ich bin da. Ja, ich bin auch da. Guck mal. Und das sieht echt ganz cool aus. Das ist relativ modern. Ich gehe in den Pool. Wir wären auch durch den ihren Wasserfall hochgekommen, der frei ist. Das heißt, hier kann man schneller hochschwimmen. Und durch deren Wasserfall kommt man auch in deren Wohnung. Lol. Ey, das ist ja voll geil. Hier oben ist echt so ein Pool. Guck mal, da sind verzauberte Eisenrüstungen. Ich glaube, ich nehme mir mal eine. Na, aber ich mag das echte Haus. Das ist sehr modern und so. Das passt nicht so zu unserem Haus, das da drüben ist, weil das eher so mittelalterlich ist. Und das ist auch viel größer hier alles. Dir fällt hier gerade nicht auf, was ich so viel quasi hier mache, oder? Hey, was machst du denn? Ich verzauber meine Rüstung. Alter, mit deinem neuen mobilen Enchantment-Table, ne? Ja, genau. Ja, Junge, ich habe wieder dieses Diebesbedürfnis, ne? Ich muss irgendwas klauen. Olvi, wir müssen rennen. Ah, da. Komm. Ich muss kurz essen, warte. Mittagspause. Hier lang. Oh okay. Mein Gott! Oh, ich habe wieder dein Equipment. Dankeschön. Du bist so ein Scheißspaß. Wir müssen uns noch eine Sache anschauen. Da liegt noch eine Werkbank von dir. Abgesehen von diesen beiden Sachen haben die ja dort hinten auf so einer krassen schwebenden Insel noch eine Sache gebaut. Und da wollen wir auch nochmal vorbeischauen auf jeden Fall. Weil das ist da hochkommen? Willst du dich da jetzt hochbauen oder was? Nee, da sind Wasserfälle. Du kommst sicher nicht hinterher, oder? Olvi, ich bin viel zu schnell für dich. Nein, ich komm nicht hinterher. Du bist mir schon zu fast, Alter. Ich bin Sonic der Hedgehog. Wie bist du so schnell so hochgekommen? Willst du mich verarschen? Junge, willst du mich verarschen, her? Oder wie sieht's aus gerade? Willst du mich verarschen oder nicht? Ich frag mich gerade schon, wohin das geht, wo ich hier gerade hochschwimme. Ach, ich schwimme auf so eine Pille, die ganz oben ist. Warte. Ich muss jetzt hier mein Mikrofon, kann ich auf meine Leertaste draufstellen, dann schwimme ich automatisch weiter und jetzt kann ich was trinken. Oh, perfekt. Vielleicht sollten wir eine Werbeunterbrechung einbringen. Also an der Stelle, kauft, was trinke ich hier gerade? Wenn ich jetzt meine Facecam anhätte, dann... Hier oben steht nur ein Portal! Dafür bin ich jetzt 10 Stunden hochgeschwommen! Ist jetzt nicht den Ernst. Wäre, da steht nur ein Portal. Residenzquelle. Frisches Felsquellwasser. Richtig geil. Fuck, ich hab meine Leertaste kaputt gemacht, glaube ich. Warte mal. Ich muss die wieder raus. Die ist... Oh, fuck. Ich glaube, das Mikrofon... Nein! Bist du behindert? Boah, Junge, jetzt kann ich nochmal komplett hochschwimmen, du Depp. Ich habe schon mittlerweile 3 Stacks Hühnchen dabei. Geil. Schlag dir mal ein bisschen mit dem Hühnchen hinterm Kopf. Alter! Bist du schneller. Das war jetzt richtig heftig, irgendwie. Das war... Warte. Da musst du hin. Da musst du hin. Da musst du hin. Alles klar. Schade, ich hab gehofft, du stirbst. Alter, Olvi, und weißt du, was noch richtig geil ist? Was? An der Stelle beende ich jetzt einfach das Video. So. Okay. Aufnahme stopp.